Ja, danke schön. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie immer würde ich gerne am Anfang ein paar Bemerkungen machen. Zunächst zur CDU und zu ihren Vorschlägen, die auch heute in der CDU-Spitze ja Thema sind, zum Punkt Integration und Flüchtlinge. Die Union hat den Mindestlohn nie gewollt, das ist auch kein Geheimnis. Und sie hat in den letzten Jahren versucht, zusammen mit den Unternehmerverbänden auch so viele Ausnahmen wie möglich durchzusetzen und auch immer wieder dafür zu werben. Nun gibt es ein Maßnahmepaket des CDU-Vorstandes, das unter anderem ja vorsieht, die Mindestlohnregelungen für Flüchtlinge auszusetzen. Ich will für meine Partei noch mal deutlich machen, dass wir solche Pläne grundsätzlich ablehnen. Ich halte das für eine Politik der Spaltung. Die Botschaft, die ausgesandt wird an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ist, wenn euer Arbeitgeber Flüchtlinge einstellt, ist euer Arbeitsplatz gefährdet, denn die sind im Zweifel billiger als ihr. Ich halte das für hochgefährlich und es sollte sich niemand wundern, wenn durch solche Botschaften die AfD gestärkt wird. Alle haben einen Anspruch darauf, vernünftig entlohnt zu werden für die Arbeit, die sie leisten, und deswegen müssen auch für alle die gleichen Mindestlohnregeln gelten. Auch die Vorschläge, die aus der Sozialdemokratie kommen, sind alles andere als ermutigend in dieser Frage. Die Bundesarbeitsministerin Nahles will den Anspruch von EU-Ausländern auf Sozialhilfe in Deutschland beschränken. Ich will darauf hinweisen, dass sie mit diesem Vorschlag sich gegen die Pläne der Bundestagsabgeordneten der SPD stellt. Diese haben einen Beschluss gefasst, wonach sie die soziale Dimension der EU weiter stärken wollen. Das Ziel deutscher Politik und europäischer Politik kann nicht sein, die Sozialsysteme innerhalb der Europäischen Union gegeneinander abzugrenzen, sondern wir müssen für die soziale Stärkung Europas sorgen. Und dazu gehört, dass wir die Sozialstandards und Sozialsysteme annähern und vergleichbare Bedingungen in allen Ländern schaffen. Dritter Punkt an dieser Stelle ist zu sagen zu Gabriel und Steinmeier. Sie haben Maßnahmen vorgeschlagen, angeregt zu einer stärkeren Sicherung der EU-Binnengrenzen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Daumen hoch zu all denjenigen, die ohnehin schon auf Abschottung und Grenzsicherung setzen. Und es wird weiter bestärken, einen Prozess, den wir seit geraumer Zeit beobachten und der Europa gefährdet und nicht stärkt, nämlich das ist die Rückkehr zu zunehmender Nationalstaatlichkeit. Dazu zählen natürlich auch die Signale, die wir aus Frankreich bekommen. Der französische Premierminister hat ja noch einmal sehr deutlich gesagt, wie Frankreich zur weiteren Aufnahme von Flüchtlingen steht. Insgesamt sind dies alles Vorschläge, die eine europäische Lösung eher unwahrscheinlicher als wahrscheinlicher machen. Zum Zweiten würde ich gerne etwas sagen zum Thema Sicherheitskonferenz. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat getagt. Es gibt neben vielen negativen Botschaften, die wir in diesen Tagen bekommen, zumindest eine positive, zumindest kann man sie so verstehen. Das ist die vorgeschlagene Feuerpause. Ich will ausdrücklich begrüßen, dass es das Ringen gibt der internationalen Gemeinschaft in Syrien für eine Feuerpause zu sorgen. Sie ist dringend notwendig. Wir haben heute Morgen wieder Nachrichten bekommen über die Bombardierung eines Krankenhauses. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen einen Waffenstillstand in Syrien. Alles andere blockiert die Lösung des Problems und verschärft das Problem, anstatt dafür zu sorgen, dass wir einen Schritt weiterkommen in dieser Frage. Dazu gehört auch, dass die Gespräche zwischen Russland und den Vereinigten Staaten intensiviert werden. Ich glaube, es ist für alle offenkundig, dass es ohne eine Verständigung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in Syrien und in der Region keine Lösung geben wird. Ich will letztlich darauf hinweisen,
weil das manchmal untergeht in der Auseinandersetzung über den Konflikt in Syrien. Das ist das Thema Türkei. Die Türkei nutzte die Auseinandersetzung in und um Syrien, um ihren Krieg gegen die Kurden zu intensivieren und fortzusetzen. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie in dieser Frage auch ein sehr deutliches Signal an die Türkei richtet, dass das ein Vorgehen ist, was nicht gebilligt werden kann. Dankeschön.